Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Walking Dead, The Final Season, Episode 2. Heute geht es weiter. Wir stehen gerade vor der Frage, AJ hat uns gefragt, ob wir Schere, Stein, Papier spielen, um zu entscheiden, ob er Abel töten darf oder nicht. Jetzt ist echt die Frage, ist das fair oder nein, AJ? Ich bin mir zu 99,9% sicher, dass wenn wir sagen, es ist fair, er das gewinnt und dann vielleicht stirbt oder zumindest verwundet wird oder irgendwas, wenn er dann tatsächlich Abel töten will. Es ist echt die Frage, sagen wir nein. Gott, das ist halt echt so hart, weil vor allen Dingen, ich denke mir gerade auch, was ist, wenn wir jetzt sagen, nein, AJ, dann, und dann sind wir aber im, werden wir von Abel bedroht und AJ müsste uns retten und, fuck. Da ich diese Situation gerade echt für möglich halte, ich will auch nicht, dass es sich in die Richtung entwickelt. Fuck, ist das schwer. Alter, das ist, glaube ich, die schwerste Entscheidung, die wir bis jetzt treffen mussten. Komm, nein, oder? Ist fair. Lass mich von meinem Bauchgefühl leiten. Duel. AJ, I said no. Come on. You won't always be able to tell me no. What did you just say? Nothing. I didn't mean it. Clem, I see something. Not a walker? Here, you look too. Ich glaube, wir haben gerade richtig verschissen, aber... Oh ja, die da! Ja, ich sehe sie auch. Ich kann sie nicht anklicken oder irgendwas. That's not a walker. Good job, AJ. Come on, we have to tell the others. Die kommen mit einem Pferd und Kutschen. The fuck? Und jetzt geht's, glaube ich, langsam los. They finally show up? Yeah. Stay safe, okay? We're ready. They've got at least 4 more people all carrying guns and carts, probably to carry people away. Oh no. Assholes. I can't believe they're really here. If they get inside, I'll keep them focused on me. That should give Willie and Mitch time to set up the bomb. I'll set it under those carts. It'll work. I promise. If they manage to get in, we fall back. To the admin building. Exactly. Right into our traps. They're in for a rude fucking surprise. Those duffel bags will break bones. Easy. So, any final words of wisdom? You've faced them and won, after all. Well, sort of. Lewis, shut it. No matter what happens, look out! Gotcha! Oh, Christ! Oh, no. Fuck! Shit! Shit! Hide! Now! Omar! I got him! AJ, hide! Wo, wie haben die... Wie haben die... No! Open up, kid! My bow! Go! Go! I'll be all right. Don't have much time! Go! Okay, ist gut, dass es keine Entscheidung ist, weil... Fuck. So. Vielleicht können wir jetzt ein bisschen schießen. It's okay. Just try not to move or make noise.
the fuck is all this? Focus. They're just scarecrows. Guess they took us seriously. Spread out. You won't get the chance! Where's our new recruits? They're not yours! Search the yard. If Clementine moves, shoot her. We'll find them, Clementine, and then we'll take them. And you. And your little boy. Take me! You want soldiers? Fine. Take me with you. But leave everyone else. You'd do that? You'd come with me if I let the others go? Yes. You've changed. I grew up. I can see that. God, you are just like him. Lee would have been heartbroken knowing he taught you all the wrong things. That the sweet little girl he protected turned out like this. You're right, Lily. I am just like him. And if he saw me now, he'd be proud of who I am. Why? Because you almost gave up just now? Handed yourself over to save your friends? Right. I'm sure that made all his sacrifices worth it. Noch ein bisschen Get länger. Out. If you won't help me find the others, I'll find someone who will. We've recruited from this school before. Minnie wanted to come along tonight to tell you how well she's adjusted to her life, how happy she is. She said she had a girlfriend back here. Friends she missed. One guy who could always make her laugh no matter what. And her little brother. She missed him the most. Fuck! Shit! Yeah? Where are they? Let me take you to them. I can't. I just want them back. Please. You'll be happier where they are. They miss you. Don't listen to her, Ten! You know she's lying! She stole your sisters! She took them away from you! From their home! Lauf, Ten! Ja, es hat funktioniert. Oh, haben wir den Albtraum von der Situation jetzt, oder was? Mit dem fucking Pferd und dem Feuer. Hey, Rückzug. Mein Herz ist gerade auf 180. Mein Puls. Keine Ahnung. Alles. Okay, jetzt sollten die Ziegel besser funktionieren. Und noch mehr Brandbomben vielleicht. Ah!
Genau. Kill that one, the girl. Have a nice little chat, you and me, alone. Ah, fucking bitch! Clem, I can't. Stay back! Oh. Whenever I see someone like you, weak, small, afraid, and still alive? Well, bet a lot of folks died to get you here. Genau! Nein! Alter, was geht jetzt auf alles? Genau. Scheiße! Easy. I'll see you in hell. You'll be there for a good long time before I show up. I don't mind waiting. Ich hab's gewusst, das wäre auch alles andere vollkommener Wahnsinn. So. Fick dich! Fick dich! Ja, Rosie! Ich habe eine ganz böse Ahnung, um was wir uns entscheiden müssen. Rette Louis, rette Violet. Ja, ich glaube, ich weiß, was wir machen. Ich dachte, ihr töte Lily. Oder rette Violet. Links auch welche, ja. Oh, fuck. Okay. Ja, fuck.
Okay. Oh nein. Okay. Damn it. Da ist noch einer da, ja. Ja. Okay. Okay, wir müssen die Tür zumachen. Das Tor. Scharfschützin, Errungenschaft, ja. Aber Louis ist weg, Mitch ist tot. Clem, I'm sorry for trusting her. Was ist mit Willy? They took them. Sim and Omar and... God damn it, Louis. I know. We're going after them. If we knew where to look, I'd smash down their walls myself. But we don't. Well, we've got someone who does. Der Cliffhanger. Lass die Kinder zu mir kommen. Verteidigung, Errungenschaft. Verteidigerin. Was? Aktualisiere? Moment, das werden wir mal kurz machen. Eventuell gibt es hier einen kleinen Cut. Okay. Ich habe hier keine... Okay, das reiche ich euch mal kurz hier nach. Hier gibt es einen kleinen Cut. Und wir sehen uns in einer Sekunde, wenn ich das hier... alles eingerichtet habe. So, an der Stelle habe ich eine schlechte Neuigkeit. Und zwar ist es nicht möglich, die Statistiken abzurufen. Habe ich mir fast schon gedacht. Und zwar, Telltale hat ja zugemacht, mehr oder weniger. Das heißt, die aktualisieren wahrscheinlich deren Server nicht mehr oder der Server ist halt einfach ausgeschalten. Was bedeutet, wir können nicht sehen, wie viel Prozent sich für das oder für das entschieden haben. Leider, ich habe jetzt auch im Internet, ich bin jetzt hier nämlich Post Walking Dead Sniper und zwar, ich habe jetzt auch noch mal eine halbe Stunde nach der Aufnahme geschaut. Es gibt kein Video, wo irgendwie das zu sehen ist, was es für Entscheidungen da gibt, wie viel Prozent. Ich habe Webseiten durchschaut, ich habe Bilder durchschaut, ich habe Let's Plays mir durchgeschaut von vielen deutschen, englischen YouTubern. Aber bei allen steht dasselbe, halt in Deutsch auf Englisch oder so. Ich habe sogar einen russischen Channel gesehen. Gibt es nicht. Also, ja, wir müssen ganz offensichtlich damit leben, dass... es einfach nicht gibt. So, und jetzt übergebe ich wieder an den Sniper Major aus der Aufnahme für die Entscheidungen mit den Charakteren, beziehungsweise deren Zuständen. So, und dann schauen wir mal, was mit den Leuten ist. Ten ist verzagt. Ten dachte nach, als du meintest, die Leute müssen neue Regeln aufstellen. Achso, apropos. Ich muss den mal kurz ein bisschen leiser machen, sonst gibt es wieder Copyright-Issues. Ten empfand Hoffnung, weil du seine Ansicht teiltest, dass Beißers Zeitalter irgendwann endet, okay? Lily war dankbar, weil du sie nicht vergessen hattest. Und Lily war nicht überzeugt. Lily war dankbar, dass du ihre Hilfe beim Aufstehen genommen hast.
Aber Lily war nicht überzeugt? Hä? Okay. Louis beruhigt. Du hast Louis Entführung zugelassen. Ja, was hätte ich machen sollen? Louis beruhigte sich, als du dich für die bösen Worte entschuldigt hast. Louis fühlte sich entmutigt, als du lieber Zeit mit Violet als mit ihm verbringen wolltest. Ja, man muss irgendwann eine Entscheidung treffen. Louis fühlte sich wegen der Entführung wie weggeworfen. AJ beruhigte sich, nachdem er in deinem Bett geschlafen hat. Und AJ fühlt sich reumütig. Okay, das ist gut. Er resignierte, als du nicht anerkannt hast, dass er Abel getötet hat. Aber er hat Abel doch nicht getötet. Abel ist doch der Typ mit dem einen Arm, oder? Hä? Keine Ahnung. Abel gefangen. Abel war erzürnt. Genau, weil wir hätten Abel nicht gefangen, wenn wir ihn AJ hätten töten lassen. Wahrscheinlich. Und dadurch hätten wir es wahrscheinlich schwieriger, sie herauszufinden, wo die sind. Beziehungsweise, ja, das ist halt hier jetzt das Ende von The Walking Dead höchstwahrscheinlich. Also, Abel war erzürnt, als Violet sagte, sie soll Lily erschießen. Abel war verwirrt, als du Lily sagtest, sie soll dich mitnehmen und die anderen hier lassen. Okay. Mitch war wütend, weil du ihm gesagt hast, er soll bei der Beerdigung seine Klappe halten. Oh, dammit. Mitch war irritiert, dass du Ruby beim Begraben des Beißers geholfen hast. Man hätte sich auf seine Seite schlagen können, scheinbar. Violet war erleichtert, dass du und AJ zur Schule zurückgekehrt seid. Violet war außer sich, als du ihr ihre Gefühle gestanden hast. Aber auf positive Weise möchte ich es anmerken. Ruby fühlt Dankbarkeit. Ruby war außer sich, als du Marlon die Schuld für alles gegeben hast. Aber Ruby fühlte Trost, als du dir dein Mitleid über den Fund der Krankenschwester ausgedrückt hast. Ja, das ist gut. Und James fühlte sich vertrauenswürdig. Ich glaube, der wird auch nochmal eine wichtige Rolle spielen. James fühlte sich nützlich, weil er AJ mit dem Apfel füttern durfte. Und James horchte auf, als du sagtest, du stammtest ursprünglich aus Georgia. Die anderen waren entsetzt. Oma entführt. Asim entführt. Rosie war glücklich, weil du sie im Hof gestreichelt hast und Willy war sauer, weil du seine Baumstammfalle nicht gegen die Plünderer eingesetzt hast. Vielleicht hätten wir doch zwei damit gekriegt. 3 von 3 Sammelobjekten gefunden. Das ist doch wunderbar. Schauen wir nochmal für die Aktualisierung, ob das jetzt hier vielleicht geht. Da muss ich mal ganz kurz schauen. Ob das jetzt eventuell geht, weil es stand nichts von Fehlermeldungen. Weil nicht, dass wir das jetzt eventuell machen können. Nope. Gut, dann war das nachgereicht. Tut mir leid für die paar Sekunden. Aber ich kann in der Zeit sagen, es gab doch noch eine relativ nice Ankündigung. Und zwar, das ist zwar noch halb gar, aber angeblich wollen einige Telltale-Mitarbeiter doch die finale Staffel irgendwie fertig bringen. Und das wird wahrscheinlich nicht wie geplant nächstes Monat die nächste Episode erscheinen oder Anfang November, wie es geplant war, sondern, keine Ahnung, vielleicht erst 2019 oder vielleicht sogar Mitte 2019. Aber auf jeden Fall gibt es Hoffnung, dass The Walking Dead endet, also vernünftig endet. Ja, das ist vor allen Dingen nach dem Cliffhanger. Ich will echt wissen, ob wir Louis und Asim und Oma retten können und wie das weitergeht, ob wir Lily töten, was los ist. Ja, dann würde ich sagen, das war's mit Let's Play The Walking Dead. Vielleicht for good, vielleicht war's das. Ich hoffe inständig, dass noch irgendwas kommt. Sollten irgendwie
keine Ahnung, sollten die das irgendwie anders lösen? Vielleicht kriegen sie nicht ein Spiel raus. Vielleicht kriegen sie ein Hörbuch raus, das vielleicht nicht einmal interaktiv ist, aber beziehungsweise das wäre eigentlich richtig scheiße. Nicht interaktive Sachen. Es muss eigentlich ein Spiel sein. Alles andere würde durch die Entscheidung keinen Sinn ergeben. Weil es interessiert mich nicht, was passiert wäre, wenn jetzt alles ganz anders bis dahin gekommen wäre. Wenn Abel tot ist und AJ getötet hat und Louis jetzt an unserer Seite ist. Interessiert mich ein Scheißdreck, weil das habe ich so nicht entschieden. Naja, aber mit dem Schimmer an Hoffnung, dass ich nicht zum letzten Mal bei The Walking Dead euch verabschiede, sondern von mir aus, die können sich gerne noch 3, 4, 5, 6, 10 Monate Zeit lassen, solange wir das beenden können, die letzten zwei Episoden. Das wäre so nice. Wie gesagt, es ist die Möglichkeit. Aber es ist nicht sicher. Es ist nicht sicher, ob es überhaupt passiert. Und wenn es überhaupt passiert ist, keine Ahnung wann. Aber mit der Aussicht, dass wir nochmal das Ende der Geschichte von Clementine, Violet, Lily, AJ, Louis und den anderen sehen, das mit dieser Aussicht verabschiede ich mich bei euch und The Walking Dead eventuell. Wir sehen uns in einem anderen Let's Play wieder und wer weiß, vielleicht kommen wir irgendwann mal darauf zurück. Demnächst, in ein paar Jahren, wer weiß, aber vielleicht. Bis dahin sage ich Tschüss, Leute.